Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Teleblocher. Am Hintergrund an von diesen traumhaften Hodlern merken Sie, wir sind wieder angekommen in Herliberg. Wir haben aber etwas Neues da, was wir noch nie gesehen haben, das Ross da vorne. Ja, das steht aber schon jahrelang. Steht das schon lange? Da in der Mitte, hat sich ein bisschen verändert, wo jetzt draußen stehen, ja. Das ist ein wunderbares, ein chinesisches Ross. Und das habe ich von China mit heimgebracht. Das ist etwas Wunderschönes. Also, wunderschön. Wenn Sie mal die Formen schauen und die Bewegung und so. Das aus welchem Jahrhundert ist das? Weiß ich nicht. Weiß auch nicht, ob es nachgemacht ist oder nicht. Weiß ich nicht. Aber das habe ich gekauft. Allerdings in Anfang der 80er Jahre. Wo Sie gerade auf China gegangen sind, ja? Ich bin in China gegangen, wo die Chinesen natürlich gejubelt haben, dass erstens dass einmal ein Ausländer kommt. Ist das so gesehen? Ja, 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 das erste Mal Langnase gesehen. Ja. Hat immer so gemacht, wenn sie einen gesehen haben. Also, bis ich selber, ja, oder bin? Nein, oder? Wir sind die Langnase, ja, für die, oder? Und untereinander und haben gelacht, oder? Ja, ja, das ist eine Übernahme für den Ding. Also, wie wenn wir sagen, früher, das ist ein Neger, das war keine Übernahme gewesen. Aber man hat auch gefunden, oh, du hast einen Schwarzen, das ist etwas Neues. Und dann noch blond, weil die Kinder sind da blond gewesen, oder? Das ist ganz so. Und jetzt kauft er noch so ein Ross. Das ist natürlich unglaublich gewesen, dass einer das kauft. Und Dollar, oder? Das ist dann natürlich ganz etwas Besonderes gewesen, oder? Wo haben Sie es denn gekauft? Bei einem Künstler oder auf dem Markt? Ich habe in einem Laden mit sonnigen Figuren, wenn ich es gekauft. Und ich habe nicht lange gefragt, was das ist und von welchem Jahrhundert. Es ist einfach eine schöne Figur. Also, lassen wir die so sein, wie sie ist. La pour la, kann man sagen. Tun wir noch mal zurückblenden. Letzte Woche waren wir in Schönried. Also, Leute, die die Sendung geschaut haben, haben gesagt, es war spannend über alles, was wir diskutiert haben. Das Thema Angst haben wir unter anderem drin gehabt. Aber etwas haben wir nicht gehabt. Der Rücktritt von Roger Köppel, der alle Schlagzeilen beherrscht hat am nächsten Tag. Sie haben es auch nicht gewusst, oder? Nein. Es ist nicht unerwartet gekommen, aber ich habe es nicht gewusst. Das heisst, er hat mir, bevor er es bekannt hat, angerufen. Eben, das ist unmittelbar nach der Sendung. Das sei, ja, das ja. Ist, da haben wir die Sendung schon aufgenommen gehabt, am Morgen, und dann ist er, so gegen Mittag ist er raus. Und ich bin froh, dass er das Schwergewicht für die Zukunft auf dem Journalismus gesetzt hat. Dort ist er ganz stark, oder? Mit den Weltwochen und dem Daily und so weiter. Und eben auch ins Internationale. Das hat natürlich immer mehr einen Clinch gegeben zwischen dieser Aufgabe und der anderen. Hier in Bern als Parteipolitiker im Parlament hocken, das ist eine andere Aufgabe, als überparteilich die Welt zu beschreiben. Und nicht nur die Schweiz, sondern überhaupt die Welt. Und er hat jetzt das Schwergewicht so gesetzt. Ich habe Angst gehabt, er setzt in der Politik. Als ein Politiker findet man dann eher ins Parlament, als die Aufgabe, die er heute hat, im Journalismus zu setzen. Er ist einer der talentiertesten Journalisten, die es gibt, im ganzen deutschsprachigen Raum. Das haben auch die Österreicher und die Deutschen gemerkt, oder? Und es ist gut, wenn er da dort weiterfährt. Heisst denn das, Sie haben ein bisschen Druck gemacht und gesagt, nein. Zwei Jahre, ja, das ist gut. Das ist kein Geheimnis. Das Interessante ist, dass ein Journalist hat doch da relativ gut nachgeforscht. Was hat eigentlich der Blocher gesagt? Oder, ich habe es nicht mehr gewusst. Oder, wo der Köppel bekannt hat, der geht in den Nationalrat. Ja, das war 2015, ja. Dort, ja. Da hat man dann gesagt, sie haben da gesagt, oh, das ist nicht geschickt. Das ist nicht geschickt. Der hat die Stärke dort. Hoffentlich bleibt er gleich noch Journalist. Also da schon, und es stimmt, ich hatte hier meine Bedenken gehabt, weil das ist eine Qualität, wo man muss schauen muss, ist das mit den Politikern vereinbar. Aber er hat eigentlich aus sehr edlen Gründen gesagt, ja, ich habe jetzt gesehen, wir hocken da und kritisieren die Politik, aber wir gehen nie dort hin, wo wir im Kreuzführer sind. Darum ist er gegangen. Und er hat auch dort also gute Arbeit geleistet. Ja, ja, ist ja der beste Gewählte gewesen. Ja, 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 ja. Rote hat natürlich. Ne? Natürlich sagt man, ja, er hat auch noch viel gefehlt. Oder? Weil wir brauchen Terry gut. Sie haben, glaube ich, mehr gefehlt sogar. Ja. Ja, ja, ich habe mehr gefehlt als er. Das war auch schon gewesen. Die Freisinnige hat Reklame gemacht. Man soll mich nicht mehr wählen. Ich habe dann immer gesagt, wenn ich nicht da bin, koste ich dem Staat auch nichts. Und zweitens, ich habe
Ich mache nichts. Es ist also nicht, weil ich schwul bin. Und das haben auch die Wähler immer honoriert. Aber es braucht auch derjenigen, die immer dort sind, das ist ja klar. Aber es braucht eben auch derjenigen, die vorangehen und den Ton angehen. Und er hat natürlich auch die Partei kritisiert. Und das haben natürlich Politiker eben, nicht so gerne. Der Bundesrat Rösti ist dort ja, für ja, natürlich. Gut, dort hat niemand groß reklamiert, aber ich weiss noch, kaum war er gewählt, hat er etwas Negatives gesagt über die Partei. Da hat einer in der Fraktion den Antrag gestellt und gesagt, wir müssen jetzt zur Fraktion ausgehen. Und dann haben wir gesagt, also wenn das die Fraktion nicht mehr verleiden mag, dass einer etwas Negatives schreibt und erst noch etwas, was stimmt, dann können wir also zusammenpassen. Also ich weiss schon noch, was es war. Es war die Weisswein-Fraktion von der SVP. Ich weiss sie nicht mehr. Kann sein. Ja, die, die am Morgen schon einen Weisswein trinken. Ja. Und das hat auch gestimmt, oder? Also, das war das grosse Thema. Aber jetzt gleich noch mal eine Würdigung. Eben, man hätte es auch lesen können. Das war ja eigentlich der Widerspruch. In allen Zeitungen ist es gekommen. Es war ähnlich wie der Rücktritt, den sie gegeben haben, 2014. Überall ein Thema. Und dann gleichzeitig stand, er hätte nicht so viel bewirkt. Das ist ja schon ein Widerspruch. Ja. Der muss ja nicht hören, was die schreiben. Der muss selber wissen, was er bewirkt. Natürlich, die schauen, hat er echt eine Emotion eingereicht, die angenommen worden ist. Ich weiss ja, wie das geht. Oder? Man geht noch zu der Bundesverwaltung. Haben wir nicht etwas, das ich könnte bringen? Und dann schreiben sie es noch. Und dann reichen sie es ein. Und dann sagt natürlich, weil die Bundesverwaltung ihren entspricht, dem Bundesrat, das sollen sie noch annehmen. Dann sagt er, ja, der hat immer eine Emotion gemacht. Also, das ist nicht im Köppel sein Geschäft. Aber er hat natürlich in der Kommission auch sonst ganz schlagende Worte gehabt, ob die dann ob man denn in der Richtung gegangen ist oder nicht. Schaffhauser sagt, gesagt ist gesagt. Etwas aussprechen, das stimmt oder vielleicht auch ein bisschen überzogen ist, aber in der richtigen Richtung, das ist ebenso notwendig in der Politik, wie das eine von morgen bis zum Abend dort hockt. Also, es gilt ja das Motto auch, bei Roger Köppel, Freund, Feind, Partei. Ja, natürlich. Ja. Aber es ist also nicht so, dass er in der Partei eine breite Feindschaft hatte. Ja, aber also, er ist natürlich eine Parteimeinung gewesen. In vielen natürlich, Sachen ja, Partei. Ja, natürlich. Aber er hat jetzt also nichts, wo er wo wichtig war, nicht Parteimeinung entdeckt hat. Aber es hat ja gleich Diskussion gegeben, auch glaube Kantonsratswahlen, dass gerade die Ukraine-Diskussion vielleicht auch manchmal ein bisschen Partei überdeckt hat, oder? Ja, natürlich. Er hat natürlich, bevor der Krieg war, hat er ja ein Dings gemacht. Was ist eigentlich der Putin für einen? Und hat auch natürlich nicht nur negativ geschrieben. Und das ist, glaube ich, gerade in dieser Woche veröffentlicht. Ja, gerade hat der Krieg angefangen hat. Ja. Dann hat man gesagt, ja, das ist ja der Putin-Versteher. Ja, gut, da ist er sicher nicht in der Parteimeinung hineingelegt mit dem. Aber das ist, wer das angeschaut hat, gesagt, ja, das ist eben das. Bringen auch die andere Seite. Also wenn ich jetzt die Weltwoche, nicht von dieser Woche, glaube von der letzten oder vorletzten Woche, hätte zwei ganz pointierte Meinungen zum Ukraine-Krieg gebracht von zwei amerikanischen Professoren, die Russland und Ukraine untersuchen. Das finde ich wertvoll. Sie kommen zu gegenteiligen Schlüssen, teiligen Analysen. Eine ist eine Frau, die hat sogar gesagt, der andere versteht nichts von dem, oder? Also es war kontrovers. Und ich bin ein Anhänger von dem. Wir müssen kontrovers, ich bin für Diskussionen. Auch mit Diskussionen mit den Linken. Ich habe nie Nein gesagt, wenn die Linken eine Diskussion wollen. Ich habe gesagt, denen stellen wir. Entweder haben wir ein gutes Fundament, dann können wir gegen die antreten. Dann kommt es dann aus. Das Richtige vertreten, ob jetzt hier Applaus ist oder nicht, kommt nicht darauf an. Also Roger Köppel, eine ganz pointierte und sicher auf seine Art einmalige Figur im Nationalrat. Wie viele Stimmen hat er gebracht als Einzelfigur auf der Liste? Ja, kann man das sagen, oder? Ja, er hat natürlich viel, aber man muss aufpassen. Zürich und Bern, dass die Politiker am meisten Stimmen haben von der Schweiz, ist ja klar. Das sind grosse Kantone, oder? Und es ist ja eine Listenwahl. Also
einer vom Kanton Nidwalden, der kann gar nicht so viele Stimmen machen. Es gibt ja gar nicht so viele Wähler. Aber wenn jeder der zweimal anschreibt, geht es nicht. Ich kann man so gar nicht, wie nur einen haben. Aber gut, da bin ich immer gesagt, Sie haben einen Sitz gebracht, einfach ja, durch Ihre Präsenz. Ja, das ist so. Und das war auch beim Köppel und das war auch bei mir. Es hat sicher einen Haufen Leute gegeben, die die Liste bei mir Blocher, bei dem Köppel eingeleitet haben. Das bringt natürlich viel der Partei, wenn die Leute wegen dieser Partei stimmen. Und das haben wir im Kanton Zürich eben mal gut gemerkt. Wir haben mal zwei Listen gemacht. Eine Zürich West und eine Zürich Ost. Und dann ist in Zürich Ost, wo ich nicht drauf war, ist in diesem Gebiet Zürich West eingeleitet worden. Wo ich drauf war, oder? Also nicht, wo die Vertreter von diesem Gebiet drauf waren, sondern vom anderen. Und das ist klar gewesen. Das ist einfach, weil dort mal bin ich so eine umstrittene Person gewesen beim Aufbau der Partei, dass viele Leute gesagt haben, das ist Blocherliste. Oder beim Köppel haben wir sicher den gleichen Effekt gehabt. Dort haben wir es nicht können so prüfen. Also, Roger Köppel ist jetzt wieder Altnationalrat, ab im Herbst, und wir werden sicher auch von ihm noch viel lesen. Wechseln wir noch auf ein anderes Thema. Ich glaube, der Köppel hat gestern sogar im Parlament geredet. Gestern haben Sie eigentlich einen grossen Erfolg gehabt mit Ihrer Strategie. Also, das Parlament hat gesagt, keine Waffen in die Ukraine. Es ist einfach lang gegangen, bis das endlich beschlossen wurde. Aber ist ja gleich überrascht, oder? Ja, weil sie haben so angegiert, dass ich meine, sie bleiben auf dem Irrweg. Noch mal ganz einfach sagen, um was das geht. Wir haben ein Gesetz über Waffenausfuhrbestimmungen. Das ist ungefähr vor einem Jahr ist das verschärft worden. Mit die Links. Und zwar gesagt, wenn man Waffen ausführt, dann muss man dem verbieten, der es hat, dass er die Waffen exportiert. Wir haben gesagt, das geht doch nicht. Wenn einer Waffen kauft, dann gehört es nachher ihm. Und dann kann man nicht anfangen, nachbestimmen, was man machen muss. Und der Bundesrat wollte noch einen Kompromiss machen und sagen, ja, es gibt Ausnahmebestimmungen, die wir machen wollen. Oder eben so, wo ja, in dem Fall wäre es vielleicht recht, wenn Deutschland könnte exportieren. Ist auch abgelehnt worden. Das ist auch eine problematische Bestimmung. Denn wenn der Bundesrat sagt, ja, in dem Fall könnte er es exportieren, übernimmt er auch noch die Verantwortung. Oder? Gut, also wäre jetzt Waffen verkauft und das Ausfuhrverbot im konkreten Fall nicht einhalten, der Verstoß gegen schweizerische Recht, gegen den Rechtsstaat. Auch wenn das Gesetz, das man hier gemacht hat, gegen unsere Meinung gemacht hat, muss man sich daran halten. Und wenn man das nicht will, dann muss man es halt ändern. Aber jetzt hier, weil die Deutschen gesagt haben, schicken uns Waffen. Wir liefern dann gerade der Ukraine. Dann waren es nicht ihr gewesen. Also, das nicht hier gerade am Anfang, da muss ich sagen, da hat der Bundesrat. Also, eben, der Herr Berset zum Beispiel ist so kalt. Ja, also der Ding ist, die Federführung hat Herr Pamela gesagt, hören Sie, ob wir das wollen oder nicht, spielt keine Rolle. Ich habe ein Gesetz, wo ich es nicht darf, das müssen wir einhalten. Zweitens, wenn man dann noch sagt, ihr dürft es jetzt machen, um der Ukraine zu liefern, also einem Kriegsstaat, übernehmen wir noch die Verantwortung für Waffenausfuhrverbot in ein kriegführendes Land, damit machen wir die Neutralität auch noch zur Sau, noch ganz zur Sau, nachdem wir so jetzt die Sanktionen, also nicht-militärische Zwangsmittel mitmachen, gegen die Russen, oder? Und jetzt geben wir noch der anderen Waffe, das hört dann eben nicht mehr auf. Und man hat gewusst, wenn man das bewilligt, ein Satz braucht 5 Minuten, verstoßen wir gegen den Rechtsstaat und verstoßen gegen die Neutralität. Das haben wir auch hier mehrmals verkündet. Aber ja, das Resultat ist ja gleich überraschend. Also die Stimmungslage war eine andere. Also wenn man internationale Medien gelesen hat, Spiegel zum Beispiel, hat geschrieben, die Schweiz will keine Waffen liefern an die Ukraine. Also der Druck ist doch gleich enorm gewesen, ja, oder? Ja, das ist ein typischer Fall. Der Druck vom Ausland, oder? Der Spiegel hat geschrieben und die EU hat gesagt und der neutrale
Und der, der sich streng an den Rechtsstaat hebt, kann doch keinen Applaus haben von einem, der will, dass wir den Rechtsstaat verletzen und Neutralität aber verletzen. Aber darum sage ich ja, ist ein überraschendes Resultat. Kann ja sein, dass der Einzelparlamentarier... Ja, ich habe Freude. Ja. Es ist also im Ständerat ist es ja gekippt, oder? Und, Herr Josic ist auf ja, ihrer Seite, gewesen, ja, sehr pointiert. Das, ich habe schon lange gesagt, wieso geht eigentlich die SP nicht dahinter? Sind für die Abschaffung von der Armee. Und jetzt sind sie auch noch für die Abschaffung von der Neutralität. Und jetzt sind sie gegen die Waffenausfuhr gewesen. Und jetzt wollen sie noch mal die Waffenausfuhr machen. Es hat, man verliert jeden Grundsatz. Darum, der Josic, nehme ich an, hat auch ein bisschen gemerkt, als Professor für Jurisprudenz, oder? An der Universität. Also, jetzt wird es offensichtlich. Das dürfen wir als von der Wissenschaft her schon nicht zulassen. Und das hat sicher auch genützt, aber es hat auch andere. Also die CVP, die ja hier auf der falschen also Seite war. Mitte heisst ja. Ja, Mitte. Ja, ja da, sie hat noch als CVP falsch gestimmt und jetzt als Mitte wollen kehren. Das scherbelt ja nochmal. Darum, die Lehre ist, immer es richtig machen, auch wenn es noch so viel hat, Wölfe da umeinander bellen. Sagen, hört, wir können nicht das machen, was jetzt der eine im Moment will, sondern wir müssen das Richtige machen und in Bezug auf Neutralität und in Bezug auf den Rechtsstaat zwei so hohe Güter verletzen wir nicht, weil einer sagt, geben wir jetzt eine Bewilligung, oder? Der Burkhard von der FDP, der ist ein bisschen das Gegenstück, oder? Ja, der hat sich ein bisschen pointiert in dieser Frage. Ja, der ist halt dort, hat er halt mitgemacht und sich gesonnen da drin. Und gesagt, aha, gut, das ist jetzt gut, der Burkhard, der will jetzt auch, dass wir Waffen liefern, dass wir Panzer liefern und dass wir Neutralität verletzen. Er will ja auch einen Anschluss an die NATO und so weiter. Gut, wenn das seine Überzeugung ist. Aber dann macht er noch einen Kompromiss mit der SP. Und die hat dann noch gesagt, unter anderem, wenn die Generalversammlung von der UNO will, dass man Russland verurteilt, dann machen wir auch mit. Plötzlich, wie gesagt, der Dings nützt nichts, der Sicherheitsrat, weil dort haben ja die Grossmächte das Veto. Also gehen wir auf das los. Scherbelt wieder. Und dann darf man nicht so einen Kompromiss machen. Ist doch einfach. Haltest an der Neutralität fest, und zwar an der schweizerischen. Das ist dauernd bewaffnet, integral, wie wir das 200 Jahre gemacht haben. Und zweitens halten wir uns an den Rechtsstaat. Das sind so hohe Güter. Andere Staaten werfen es vor und sagen, die halten sich in den Rechtsstaat. Ja, das ist Willkür, der ist ja gegen Menschenrechte und so weiter. Aber im eigenen Laden rein. Noch ein Thema, das noch interessant ist. Chefredaktor ist im Moment der härteste Job. Also, diese Woche sind zwei ringige Chefredaktoren wegen Diversity-Problemen entlassen worden. Ist das jetzt auf die Branche bezogen oder ist das jetzt eigentlich der allgemeine Trend? Ja, wahrscheinlich ist es ein allgemeiner Trend. Es wird da natürlich besser, offenbar. Also ich wundere mich. Ich wundere mich auch wieder über die Argumentation. Also nehmen wir den ersten Fall beim Ringe. Ja, der Schepper war der erste Fall. Ja, also der Schepper und auch, das ist ein Fall von der Diversity. Das ist nicht von der Standleitung mit dem Herrn Berset. Aber man hat natürlich schon eingegriffen wegen dem Herrn Berset, weil die Einfluss genommen haben und aus dem Departement Berset, ob es er ist oder der Informationschef von der Lauenau, ja. Hat man gesagt, also die haben Zeug geschrieben, wo unter Verletzung vom Amtsgeheimnis bekannt worden ist. Ich habe mich gewundert, dass man auf die Journalisten losgeht. Das ist ja denen ihre Aufgabe, zu schreiben, was sie überkommen und wie es ist. Und wenn die so eine Informationen überkommen, die ja gestimmt haben, kann man die nicht verurteilen, weil jetzt der Herr Berset das dann gebracht hat oder der Informationschef gebracht hat. Weil das ist ein Problem von denen, die liefern, nicht von denen, die schreiben. Also bei der, das ist ja ein Korruptionstatbestand natürlich. Der eine liefert etwas und der andere macht noch etwas, dem zu lieb. Das ist ein typischer Fall.
Aber in dem Fall gilt, da ist also nehmen, was die Journalisten machen, Informationen, ist seliger als geben. Ist also umgekehrt, also was man im Christentum gelehrt hat, geben ist seliger als nehmen. Also der Walter hat eigentlich nichts Illegales gemacht? Nein, in dem Sinne. In meinen Augen. Das weiss ich nicht, ob er noch anders gemacht hat, aber in dem Fall kann man ihm keinen Vorwurf machen. Und dann hat man den rausgenommen sollen. Das ist für mich unverständlich. Für mich ist es auch ein bisschen unverständlich, wie schnell dass man die Leute gehen lässt. Oder ich meine, er hat ja nichts gemacht gegen das Unternehmen. Und jetzt Sander mit der seit dem Diversity, aber das ist im Grunde noch, das sind derige, wo also Männer, wo der Frauen zu nahe getreten sind und weiß nicht, was gemacht haben, also gehört früher war ja das Mode. Man hat gesagt, das ist ein puritanischer Reib, der würde niemals eine Frau anlangen und so. Ja, das ist zwinglianisch, oder? Ja, zwinglianisch. Ja, der, oder? Das ist, das hat noch als Schick. Und jetzt ist das Gegenteil da mit dem MeToo. Du musst aufpassen, wenn du mit einer Frau redest, oder? Und jetzt kommt das auch, und er hat gesagt, das hätten wir alles schon gewusst. Ja, wieso hat man denn da nicht gehandelt? Und jetzt, wo es plötzlich nicht darf sein, geht man die raus. Also, ich meine, man kennt die Situation im Detail nicht, aber es sieht aus, als man lässt jetzt die Leute gehen. Natürlich geht mir auch so. Ein bisschen Freude hat man natürlich, wie man sagt. Die Keime, die so austeilen gegen die Leute, müssen sie auch. Sie müssen ja die Leute kritisieren. Aber sie haben zum Teil auch sehr. Aber sie haben eine Ambivalenz von Handys. Jetzt gerade zur Ringepresse. Ja, ja. Und ich meine, Kartenblick in früheren Jahren. Also unglaublich. Und dann haben sie einem so beschuldigt. Und am Schluss haben sie gemerkt, das geht nicht. Dann schreibt man unten an. Es gilt die Unschuldvermutung. Zuerst haut man einen in die Pfanne und sagt, der ist Saugreifen, und unten dran schreibt man, es gilt die Unschuldvermutung. Das haben sie ein paar Mal erlebt, glaube ich. Ja, ja, das habe ich lieber gesagt. Das ist ja geheuchelt. Aber ich bin nicht umgekehrt wegen dem und ich habe aber auch nie geklagt gegen das. Ich habe gesagt, das ist jetzt einfach der Journalismus. Es hat auch nichts gemacht auf die Länge. Ich habe ja so viele Sachen gehabt, es ist nie passiert. Also sie ist manchmal sogar zu Gericht verhandelt gekommen, Eheverletzung und so. Aber es ist mir nie etwas passiert. Aber es ist unangenehm. Und für Leute, die natürlich nur der Ruf und der Name eine grosse Rolle spielt, ist es natürlich sehr unangenehm. Jetzt möchte ich noch fragen, jetzt haben Sie einen Widerspruch gehabt. Sie haben gesagt, Sie haben nie geklagt. Und dann haben Sie gesagt, es wäre keine Ehrverletzung noch etwas gewesen. Ja, also andere haben mich eingeklagt. Ah, andere haben Sie eingeklagt. Ehrverletzung, ja, ja. Oder? Ich habe nur einmal eine gemacht, wo mir der Blick geschrieben hat, ich habe gesagt, den Juden geht es nur ums Geld. Das war eine berühmte Geschichte, ja. 97, glaube ich. Wo ich den Vortrag hatte. In Oerlikon, oder? Ja, ja, die Schweiz und der Zweite Weltkrieg, eine Klarstellung. Da hat mir ein Jude gesagt, hören Sie, da müssen Sie jetzt klagen. Das ist eine Sauerei. Ich war an dem Vortrag, hat er gesagt. Ich habe ihn gelesen, Sie haben keinen so einen Satz gebraucht. Ich habe gesagt, ich als Ehrverletzter klage mal. Oh, das müssen Sie. Und dann haben sie es gemacht. Ja. Dann ist es dummerweise gemacht. Dann ist es geändert, wie es ist, oder? Da ist dann auf Obergerichtsstufe hat man einen Vergleich gemacht. Der Blick hat gesagt, das hätte er nie gemeint, so. Und weiss ich was, oder? Und wenn sie so verstanden worden wäre, hätte er das nicht so geschrieben und weiss ich was. Und ich habe gesagt, so, hören wir auf mit dem Mist. Wenn ihr das nicht gesagt habt oder nicht entwählen, sage ich auch erledigt. Also, ein persönliches Schlusswort, das war Dele Blocher heute an diesem Freitagmorgen. Freut mich, dass Sie dabei sind. Freut mich aber auch, wenn Sie nächste Woche dabei sind. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis dann.